Na, was ist das denn? Game Freak Presents. Oh, legendäre Pokis aus der vierten Generation. Noch mehr vierte Generation Pokis. Was macht ihr denn da Feines? Und welches Spiel ist das eigentlich? Aha. Boah. Ganz schöne Schlacht geht hier ab. Und das Spiel heißt, es heißt Pokémon. Ja, so viel haben wir auch schon erkannt. Pokémon Light Platinum. Ein kleiner Hack basierend auf Pokémon Rubin, den ich jetzt mit euch spielen möchte. Pokémon Light Platinum bei Wesley FG. Okay. Es wird auf Englisch sein, allerdings sollte uns das nicht aufhalten. Oh, wow. Was für eine gepixelte Stadt. Wunderschön. Und eine Frau nehme ich an. Hi. Sorry to keep you waiting. Welcome to the world of Pokémon. My name is Jasmin. Oh, ich sollte übersetzen. Sie sagt, willkommen in der Welt bei Pokémon, aber man nennt sie auch Professor und das war eine Hintergrundstörmeldung. This is a type of... Ja, das sind Pokémon. Ah, in dieser Welt leben viele Kreaturen genannt Pokémon. Ja, wir leben in Harmonie mit ihnen und kämpfen mit ihnen als Partner und Freunde. Nicht jeder denkt so, aber ich studiere Pokémon und ihre Bände zu Menschen, okay? Um all ihre Mysterien zu lösen, habe ich sie untersucht. Und du bist? Ja, wer bin ich? Ich sehe schon mal cool aus. Ah, der Junge gefällt mir besser. Was ist mein Name? Mein Name ist natürlich... Mein Name ist natürlich wieder hier... Namek. Wunderbar. Ja. Ja, ich heiße Namek. Oh, okay. You're Namek from Yellowtown. We're neighbors. Oh, cool. Now's when your adventure begins. Jetzt beginnt unser Abenteuer. Ich werde Freunde und Feinde treffen. Aber ich muss den Mut besitzen, mit meinen Pokémon zusammenzuwachsen. Ich soll zu ihrem Labor vorbeischauen. Oh, wow. So englische Spiele spielen, auf Deutsch übersetzen und reden. Ich bin es gar nicht gewohnt. Hey, wo bin ich denn hier? Oh, das sieht cool aus. Ich bin in einem Kristallhäuschen, das fährt. Oder so. Wo bin ich? Sieht aus wie ein Traum. Oder eine total ruinierte Welt. Das war ein Pokémon-Schrei, aber welches? Kann ich laufen? Nein, noch nicht. Oh, die legendären Pokémon der vierten Generation. Grrr, 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 grrr. Scheint eine heiße Diskussion zu haben. Also ich mochte es noch, als Pokémon nur ihren Namen sagen und nicht immer Grrrr machen. Das war damals noch ein bisschen cooler. Aber jetzt stürzen sie sich aufeinander, ob sie kuscheln oder kämpfen. Au, jetzt gibt's einen Knall hier. Irgendwas... Doch kein Knall, nur gekuschelt. Okay. Gibt's jetzt einen Knall? Aber ich weiß noch nicht so ganz, was hier passiert. Aber es ist auf alle Fälle mal eine andere Art von Intro ins Spiel in diesem Hack. Okay. Wahrscheinlich hat wieder einer Grrr gesagt. Hallo? Oh, Sie haben Arceus gefressen? Wie konntet ihr nur? Das arme Arceus. Das hat euch erschaffen, glaube ich. Das ist verrückt. Ich muss einen Halbtraum haben. Ha, da bin ich. Und ich kann über mein Bett laufen. Okay. Ich will ein bisschen spielen. Ja, das ist eine Nintendo GameCube. Und der Game Boy Advance ist natürlich dran. Okay, ist das ein Computer, den ich nicht benutzen kann? Was sagt denn? Das sagt nix, okay. Oh, wer kommt denn da? Hi, Namek. Das ist meine Mama. Ich bin froh, dass du aufgewacht bist. Ich habe auf dich gewartet, um dir eine Nachricht von Professor Jasmin zu geben. Sie fragt, ob du nach Central City gehen willst. Etwas Verrücktes passiert dort mit Alpha. Die Sprache, die nur du kennst, die Sprache, die dir dein Vater
beigebracht haben, die du nur kennst, ist verschwunden. Okay, Mutter. Ach ja, noch etwas. Die Uhr hat aufgehört zu arbeiten und ich habe die Zeit vergessen. Oh, ich muss die Uhr stellen, okay. Nein, es ist PM. Oh Gott, ist das jetzt ein Witz? Ah, sie dreht sich schneller, okay. 10.39 Uhr habe ich jetzt gerade. Dreh dich schneller. Komm schon. So, das sollte es sein. Yes. Danke. Geh nach Central City, um Professor Jasmin zu treffen. Sie hilft jedem gerne. Ja, ich bin auf meinem Weg. Ich werde dich selber... ich werde dich später sehen. Wenn du mich brauchst, komm runter. Okay. Ich brauche dich. Hey, Navik, du bist der Stolz meines Lebens. Ich hoffe, dass wir beide uns immer so nahe stehen werden. Oh wow, so zu übersetzen bin ich gar nicht geworden. Für normal bin ich relativ gut in Englisch, aber das ist verwirrt. Oh, was war das denn? Hattest du einen Tauboss? Kann ich das haben? Na, mein Freund, ist das Naviks Haus? Ja, das bin ich. Gut, Professor Jasmin hat mich gefragt, ob ich dich abholen kann. Denn sie braucht dringend deine Hilfe in Central City. Ja, ich war auf meinem Weg jetzt gerade. Oh, ich habe fast vergessen, mich selbst vorzustellen. Ich bin Kaori. Kaori? Ja. Der momentane Champion der Zeri-Liga. I'm a close friend of... ich bin ein enger Freund von Professor Jasmin. Und sie hat mich und ein paar meiner Freunde gefragt, in dieses Mysterium zu gucken. Sie glaubt, es könnte zu der Erschaffung der Welt... sie glaubt, es könnte mit der Erschaffung der Welt zu tun haben. Oh Gott, bin ich schlecht heute. Sehr interessant. Lass uns so schnell wie möglich dahin gehen. Salamans wird uns dorthin bringen. Oh Gott, war das so ein Drachen-Pokémon der dritten Generation? Hallo Spirit, ich hoffe, du redest nicht. Ja, es war das Drachen-Pokémon der dritten oder vierten Generation. Ja, dann lass uns eine Runde fliegen. Wow, das ist ein Start, den man so aus dem Spielen gar nicht kennt. Das ist cool. Sie müssen in der Nähe des Sees innerhalb der Stadt sein. Lass uns dorthin gehen. Mir würde alles so viel einfacher fallen, wenn ich einfach nur auf Englisch Let's Playen würde und dann auch Englisch kommentieren, aber bleiben wir mal hierbei. Hi, Navik. Ich hab Ash Ketchum um Hilfe gebeten. Okay. Der Junge, der alle seine guten Pokémon freilässt. Und wenn bei dieser Forschung etwas schief geht, sind alle auf diesem Planeten in Gefahr. Ich werde vorsichtig sein, Professor. Hallo, ich bin Ash Ketchum und der momentane Weltchampion der Pokémon-Liga. Und Kaori, der ist nur der Champion von dieser komischen Zeri-Liga. Dachte ihn gar nicht, ich bin viel besser als er. Okay, das hat er jetzt nicht so gesagt, aber ich erfinde was dazu. Ich weiß, wer du und Kaori sind. Ich habe euch mein ganzes Leben lang schon im Fernsehen gesehen. Okay, Navik, ich habe dich hierher gerufen, um diese antiken Texte zu entschlüsseln. Oh, jetzt kommt irgendwer. Okay. Wow, diese Inschriften erzählen von der Erschaffung des Universums. Es wurde von Arceus erschaffen, der auch die anderen Pokémon und den Rest jeder Existenz erschaffte. Aber es scheint, wie als würde die Balance seiner Power zerbrochen werden. Und die Welt wird durch harte Zeiten gehen, die gefährlich für die gesamte Menschheit sind. Professor Jasmin. Wow. It really is irgendwas muss zerstört werden. Ah ja, das muss zerstört werden, bevor dunkle Mächte sich an sich halten, diese Scripture. Okay, ich werde dieses alte Dokument jetzt zerstören. Oh, jetzt holt er den voll entwickelten Starter. Okay, diese Inschriften werden zerstört, bevor jemand sie liest. Mit Raindance. Interessant. Ah, es flutet jetzt alles. Cool. Fluten wir einfach mal eine Stadt.
Jetzt muss ich mit den Zeri-Liga-Aufgaben widmen. Ash und Navik, ich hau ab. Okay, tschüss. Und Ash haut auch ab. Und sagt, ja, ja. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, lass es mich wissen. Er hat kein Pokémon, das fliegen kann. Hat er vermutlich wieder alle freigelassen. Well, Professor. Nun, ja, Professor. Ich habe auf diese zwei starken Trainer gewartet. Ich habe gewartet, dass diese zwei starken Trainer verschwinden. So dass ich mich dich zwingen kann, mir die Geheimnisse des Universums zu verraten. Du wirst es niemals lernen. Bereite dich vor, die Stärke von Team Steam, Werbung, kennenzulernen. Go, Pochiena. Wer ist denn das? Ach, das Hundi. Hey, Navik, nimm einen Pokéball aus meiner Tasche und benutze ihn, um ihn zu bekämpfen. Schnell, Navik. Nehmen wir noch einen aus... Oh, erste Generation Pokémon. Da will ich natürlich Glumanda haben. Ich werde mit Glumanda kämpfen. Level 2! Ist das jetzt dein Ernstspiel? Das ist ja nicht so herausfordernd. Nachdem ich bis jetzt alles cool fand, kommt jetzt so ein Witzkampf. Also jeder Kampf ist gerade eine Lachnummer. Aber ich glaube, wir müssen auch gewinnen, sonst... Was passiert, wenn wir verlieren? Wir wissen, was passiert, wenn wir verlieren. Komm, kill mich. Ich will sehen, was passiert, wenn wir verlieren. Denn wenn wir gewinnen, haut der andere bestimmt einfach ab. Ja, ja, tackle du mich nur mal weiter. Aber bitte kill mich auch endlich. Und lass deinen Angriff nicht so fallen. Na los, komm schon. Ah, was wäre das ärgerlich, wenn er nur noch einen Schaden macht gleich. Ah, macht noch immer schön zwei Schaden, das ist gut. Und er setzt wieder Tackle ein. Ja, immer noch zwei Schaden. Komm schon, töte mich. Na los, töte mich. Töte mich endlich. Ich will sehen, was passiert, wenn ich hier verliere. Er flieht? Oh. Okay, nächstes Mal. Er sagt, dass er sie nächstes Mal kriegt und ich jetzt auf der gejagten Liste stehe. Ja, super. Und ich dachte, ich könnte hier verlieren. Oh, vielen Dank, Navik. Aber jetzt wird Team Steam hinter dir her sein. Ich werde dir dieses Pokémon geben, um dich selbst zu beschützen. Pass gut auf es auf und trainier es hart, um die Zeri-Liga zu schaffen. Und sei immer bereit, Team Steam zu bekämpfen. Wow. Und so bekomme ich Glumanda. Willst du deinem neuen Pokémon einen Spitznamen geben? Ja, ich werde ihn Pussy nennen. Weil er den ersten Kampf eigentlich verloren hat, aber gewonnen hat. Indem der andere floh, so wie eine richtige Pussy. Okay, lass uns zurück zu meinem Labor in Yellowtown gehen. Okay. Hallo Navik, willkommen in meinem Labor. Danke, Professor. Ich bin bereit, Ihnen zu helfen. Okay, jetzt wo du dein erstes Pokémon hast, denke ich, solltest du es trainieren, um ein Pokémon-Meister zu werden, indem du die Zeri-Liga und ihre 8 Arenen schaffst. Ja, davon habe ich schon mein ganzes Leben geträumt. Und jetzt werde ich meine Träume wahr werden lassen. Richtig, aber zuerst habe ich eine letzte Bitte an dich. Im Westen von Central City liegt Mafani Lake. Professor Eich ist am See und ich muss dringend mit ihm sprechen. Kannst du ihn bitten, mich zu kontaktieren? Okay, werde ich sofort machen. Was hast du für mich? Pokémon haben immer Geheimnisse, die gelöst werden müssen. Und die besten Forscher in der Welt wollen sie ans Tageslicht bringen. Wir arbeiten volle Power an neuen Informationen zu Arceus und den anderen Mysterien, die wir jetzt noch nicht entdeckt haben in der Pokémon-Welt. Wow. Also meine Übersetzungen sind, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wenn ihr Englisch könnt, nicht alle hundertprozentig korrekt. Allerdings sind sie nah dran. Habe ich schon eine Karte? Also insgesamt, wenn ihr meinen Übersetzungen folgt, werdet ihr den Sinn des Spiels schon richtig verstehen. Ich habe noch keine Karte. Okay. Ich find's cool, dass hier oben einfach mal ein Pokémon lauert. Was ist hier oben? Oh, ein Geheimnis.
Ich habe ein Elekid bekommen, ist das geil. Ist das geil, boah, das gefällt mir. Einfach ein Elekid geklaut. Spiel? Ah, okay. Ich dachte gerade, es wäre abgestürzt, weil ich Elekid geklaut habe. Was trägst du denn da für ein Item? Das kannst du mal schön mir geben. Mumu Milk, ja, ja. Schön die Milch hast du da, wie so eine richtige Pussy. Wie so eine richtige Pussy. Professor Jasmins Labor ist eines der besten Labore in der ganzen Seri-Region. Wow, ich kann nicht hinter der Bank hergehen. Naja, was soll's. Rede ich noch mit dir. Arceus ist ein legendäres Pokémon, das seinen Typ in alles verändern kann. Aber das ist nur eine Theorie, denn niemand hat es bisher gesehen. Doch, ich im Traum. Ja, nee, ist klar. Ja, wirklich. Wer soll das denn glauben? Ja, dann glaubst du mir halt nicht. Ja, tue ich auch nicht. Hier sind wieder einige, okay? Ein Pokémon, das mit Quickclaw ausgerüstet ist, greift öfter als erstes an, als andere, die das Item nicht haben. Also kann ich es benutzen, um Kämpfe zu gewinnen. Okay. Ich liebe Gras-Pokémon. Sie sind immer stark und süß. Bereit zu jedem Kampf. Hier bei mir zu Hause bin ich immer verantwortlich für unser Essen. Also versuche ich es allen recht zu machen. Ah, oh, willst du meine Mama werden? Hallo Mädchen. Hey, du siehst aus wie ein guter Trainer. Nimm dieses Geschenk mit auf deine Reise. Einfach mal eine Max-Potion bekommen. Okay. Ja, die Max-Potion füllt die HP vollständig wieder auf. Was ist hier? Oh, manche Pokémon entwickeln sich nur mit Entwicklungssteinen. Und ich bekomme einen Donnerstein. Man wird hier richtig zugebombt mit Geschenken. Ja, ja, das weiß ich. Damit entwickeln sich bestimmt die Elektro-Pokémon. Da ist eine Sendung über Pokémon in TV. Ich habe gelernt, dass Feuer-Pokémon stark gegen Gras-Pokémon sind, aber schwach gegen Wasser-Pokémon. Okay. Alles nicht so neue Geschichten für mich bisher. In Yellowtown wollen die Leute immer, dass ihre Kinder gute Trainer werden. Die den Stolz ihrer Familie und ihrer Stadt widerspiegeln. Okay. Hey Mama, ich habe jetzt schon 2 Pokémon. Aber ich muss meinen Glumanda irgendwo heilen. Sonst stiehlt mir das weg. Ah, was haben wir denn da? Ching, 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 ching. Oh, die heutige Technik ist unglaublich. Ich kann Pokémon mit allen Leuten auf der Welt tauschen. Okay. Wo heile ich denn mal meine Pokémon? Das sieht gut aus. Wie benutze ich das? Hallo? Heilst du mal meine Pokémon? Hallo, ich muss meine Pokémon heilen. Oh, ich habe von hier noch einen Pokéball bekommen. Okay. Ja, sie wird von hier an meiner Reise verfolgen. Es wäre schön, wenn ich mich mal irgendwo heilen könnte. Ja, ja, ich bin geboren, um ein legendärer Trainer zu werden. Sehr schön. Ein legendärer Trainer, der seine Pokémon nicht heilen kann. Blöde Kuh. Nicht mal meine Mama hilft mir. Kann ich mich in meinem Zimmer ins Bett legen? Kann ich mich in meinem Zimmer ins Bett legen? Ich will schlafen. Okay, halt GameCube spielen, meine Pokémon. Nein. Na super. Wie viel Geld habe ich denn? 3000 Poké-Dollar, also sollte ich auch nicht unbedingt einfach wegsterben. Aber irgendwie wurde vergessen, in der Stadt eine Möglichkeit einzubauen, sich zu heilen. Route 401. Okay. Gehen wir doch einfach mal auf die Route. Und ein Bidoof erscheint. Ja, das ist echt ganz schön doof. Naja, dann kratzen wir das mal. Es benutzt Tackle.
und tötet meinen Glumanderwald. Gott sei Dank habe ich ein Elekid. Denn das Bidoof will ich bestimmt nicht fangen. Das ist kein sonderlich gutes Pokémon. Macht Lier Schaden? Ich hoffe doch. Nein, macht's nicht. Ich hoffe, seine Antrittattacke macht Schaden. Oh, Ruckzuckhieb, also Quick Attack. Das macht Schaden. Elekid erhält 19 Erfahrungspunkte. Ach, du willst doch jetzt nicht mehr ins gegen mich trämpfen. Käfer-Pokémon sind immer stark. Das werde ich dir schon zeigen. Okay, vielleicht sterbe ich jetzt, weil ich keine eckige... Vier Pokémon? Bitte, was? Los, Elekid, Ruckzuckhieb. Ah, okay, dagegen kann ich noch anstinken. Immer noch. Los, Elekid, Ruckzuckhieb. Oh, Elekids Geschwindigkeit ist gesunken. Also nochmal Ruckzuckhieb. Elekid erhält 45 Erfahrungspunkte. Und er setzt noch einen Raubier ein. Ja, das schlage ich auch zu Brei. Kein Problem. Aber wenn die jetzt alle nur Fadenschüsse kommen, dann ist das ja geschenkte Erfahrung hier. Das wäre super. Dann kann ich im Moment super gebrauchen, die geschenkte Erfahrung. Oh, es kann auch Tackle. Ich glaube, das andere hat auch schon Tackle eingesetzt. Meine Attacke hat es paralysiert. Also meine Fähigkeit vom Elekid. Genial. Einfach genial. Und Level 6. Komm, erlerne Attacke. Oh, du bist richtig schnell. Ein ganz schneller Hüpfer. Und noch ein anderes Käfer-Pokémon, dessen deutschen Namen ich nicht kenne. Das mich vergiftet. Ach du Scheiße. Ich könnte hier den Kampf verlieren. Elekid wird durch Vergiftung verletzt. Aber ich könnte ihn auch noch gewinnen. So ist es nicht. Chancen stehen gut und schlecht. Wie viele Erfahrungspunkte kriege ich hier denn? Wow. Das waren fast zwei Level. Inzwischen wäre ich gar nicht mehr schade drum, wenn ich sterbe. Dann kriege ich die ganzen Erfahrungspunkte nochmal. Aber ich versuche mal zu überleben. Chancen stehen ja gut genug, dass ich sterbe. Elekid nimmt Schaden durch Vergiftung. Und der Typ hat mich verfehlt. Ist das geil. Ich habe echt Chancen, hier zu überleben. Okay, den Kampf hätte ich überlebt. Jetzt müsste ich mich aber bald mal heilen. Sonst steht mein Elekid an seiner Vergiftung. Und es ist schon Level 8, das ist unglaublich. Okay, was sagt dieses Schild? Aha. Oh, da ist ein Pokéball. Ah, noch so ein Bidoof. Wie tot ist denn mein Elekid inzwischen? Ah, noch ein KP? Ja, dann kannst du ja auch ganz sterben. Dann war ich irgendwo wieder auf. Und die Vergiftung tötet es. Na, dann sterben wir mal schön. Ja. Ich bin ohnmächtig geworden. Und da bin ich in meinem Zimmer. Und meine Pokémon sind geheilt, Gott sei Dank. Also dann, das war Part 1 von Pokémon Light Platinum. Es war bisher ein Riesenspaß und das Intro war super geil. Ich bin hellauf begeistert und freue mich schon selber, den nächsten Part zu spielen. Also bis dahin, ciao.